Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm JPE. So, wir haben uns ein paar neue Rinder geholt. Einen ganzen Anhänger voll 20 an Rinderchens. Ja, die müssen jetzt in die Mastanlage und dann können wir den Viehanhänger schon wieder wegstellen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Zumindest bis unsere Eierlegestation dann eben wieder leer ist und dort wieder neue Legehennen hingebracht werden müssen. So, ja, ich habe das ja auch, als wir die Anlage dort hingestellt hatten, angesprochen, dass es eben nicht ganz so realistisch ist. Und da kamen auch ein paar Kommentare zu, dass das doch eigentlich gar nicht schlimm wäre und ja, doch vom Mod und so weiter trotzdem gut gemacht ist. Und ja, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Für das Spiel hier ist das wunderbar ausreichend. Und ja, müssen wir eigentlich da, oder das ist jetzt kein Kritikpunkt, wo man jetzt irgendwie was verändern müsste, sondern ich wollte nur generell einfach mal mitteilen, dass eben im Real Life Huhn nicht gleich Huhn ist, sondern dass es da einfach auch verschiedene Arten gibt, die eben ihre verschiedene Zuständigkeit quasi haben oder eben in verschiedene Richtungen gezüchtet wurden, um da mehr Nutzen von zu haben. Das war im Prinzip eigentlich alles, dass ich da einfach nur, ja, man sagt ja immer, wir YouTuber hätten auch so ein bisschen Vorbildfunktion und ja, sollen auch so ein bisschen was beibringen können. Und das war eben dann quasi der Lehrauftrag, dass ich da einfach mal ein bisschen was zu Hühnern erzählt habe, was vielleicht der ein oder andere noch nicht wusste. Und sollte keine Kritik an der Mod sein. Ganz wichtig, nicht falsch verstehen. Ich finde die Mod so super. Wir müssen halt nur schauen, dass wir regelmäßig dann vorbeischauen, wenn die Palette voll ist, dass wir die dann eben beiseite stellen können. So, hier fahren wir wieder etwa so vor. Jo, das passt, die Klappe geht auf. Wunderbar. Dann können wir in der Zeit, wo der ablädt, den Drecker hier mal wegstellen, beziehungsweise erstmal die Kartoffellegemaschine wegstellen. Dass wir auch wieder Ordnung am Hof bekommen. So. Das ist natürlich jetzt auch das Schöne an der Glasanzeige. Wir sehen halt oben, zack, alle Rinderchens ausgeladen. Wunderbar. Oh, jetzt sind sogar beide Spiegel ausgegangen. Das habe ich selten. Dass da wirklich beide ausgehen. So. Nee, halt. Bisschen mehr darüber stellen, ne? So, wenn es kracht, noch einen Meter. Haben wir das. Und dann können wir den jetzt auch erstmal wieder wegstellen. Ich denke mal, die meisten Sachen oder das, was wir jetzt zu machen haben, das können wir auch mit dem großen Deutz machen. So, dann machen wir mal von groß nach klein, von links nach rechts. Das heißt, der muss hier hin, damit der Deutz da noch dazwischen passt, der große. Zack, zack. So, und ab wieder dort rein. Ja, ich fahre ja schon, damit ihr eure Ruhe habt. So. Hängerchen abstellen. Und da die Kühe hier so frech gekriechen haben, werden wir die gleich wieder nerven, indem wir da wieder hinfahren. Aber eben, um sie zu versorgen, bisschen Futter, bisschen Stroh, damit die eben rundum glücklich sind. So, dann, das haben wir. Und ja, letzte Folge der Aufnahmesession. Wahnsinn, ging schon wieder wahnsinnig schnell rum. Ich
Und ich hoffe jetzt, dass ich in der Zeit, in der die Folgen auf YouTube eben dann freigeschaltet wurden, ich mal wieder ein bisschen dazu gekommen bin, an der Web-Map weiterzumachen. Aber es wird eng, denn ja, hier nicht in dem Ort, in dem ich wohne, sondern im Nachbarort, zu dem ich aber auch ja, sehr verbunden bin. Dort steht das Fest der Feste an, die Kerb, anderswo auch Kirmes, Kirschweih oder keine Ahnung wie genannt. Und ja, das ist hier eben dann immer Ausnahmezustand. Und eben auch, weil ich dort bei einem befreundeten Wirt immer so ein bisschen dann noch mit hinter der Theke aushelfe. So. Und ja, das heißt, da ist eben nicht nur Feiern, sondern auch Arbeiten für mich angesagt. Aber es macht ja natürlich auch irgendwo ein bisschen Spaß. So, mehr haben wir da gar nicht. Oh, nicht viel, aber das haben wir. Und ja, da wird aber dann dementsprechend, das geht also wirklich, ja, das fängt im Prinzip offiziell geht samstags los, aber man kann sagen, eigentlich geht es donnerstags schon los mit der ersten Warm-up, dann der zweite Warm-up am Freitag. Und ja, dann geht die richtige Party und ja, das Ganze geht dann halt bis, ja, bis dienstagsabends beziehungsweise mittwochs morgens, je nachdem, wie lange man beim Feiern aushält. Und dementsprechend, ja, dann ist schon wieder die nächste Aufnahmesession fällig aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich dann Stimme habe. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, da ist also dementsprechend schon ein bisschen was los und dementsprechend wenig Zeit, da wirklich noch an der Map zu arbeiten. So, die eine Anlage kann wieder. Und hier einmal wegnehmen. Dann kann da auch schon wieder ein bisschen weitergemacht werden. Ja, ich könnte jetzt natürlich die andere auch noch hier stapeln, aber ich denke mal, die gestapelten werde ich verkaufen und dann werden wir immer nur so produzieren, wie wir sie eben dann hier zum Dämpfen brauchen. Schauen wir mal, wie viel haben wir da? Ah, da werden wir mal. Werden wir mal aussteigen zum Zählen. Motor aus. Haben wir also das schon wieder erledigt. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Okay. Das ist ja doch auch schon allerhand. Und die wollen wir eben dann ja auch auf kurz oder lang wegbringen. So, da haben wir den. Da können wir wieder starten und dann schnappen wir uns als allererstes mal Stroh und werden mal überall wieder ein bisschen Stroh auffüllen. Da müssen wir ein bisschen Versorgung machen. Ja, auch das bleibt eben nicht aus. Es ist nicht immer nur auf dem Feld was zu tun. Habe ich den nicht auch vorhin erst getankt? Auf jeden Fall ist mit der mit dieser Mod, die eben auch den Spritverbrauch dann unten rechts anzeigt, der Spritverbrauch wohl auch höher. Was aber ja gar nicht mal so verkehrt ist, denn die Werte, die von Giants da eingestellt sind, ja, da kann man ja sagen, wenn der Tank leer ist, kann man einen neuen Traktor kaufen. Weil dann ist der schon wirklich alt. Und hier, ja, wenn man dann doch häufiger mal tanken muss, finde ich gar nicht so schlecht. So. Nee. Ich bin schon wieder da. So, ihr kriegt mal neues Stroh. Damit ihr wieder mehr scheißen könnt. Nee.
Und jetzt oink oink zu die Schweinchen. So, auch hier. Da wird Stroh nicht genommen, aber hier wird es genommen. Und ab zu den Masthühnern. Da kann eben auch Stroh rein. Und ja, haben wir wieder jede Menge, die wir zurück aufs Lager kippen können. War gar nicht so viel verbraucht. Was haben wir? 10 Minuten? Ja, da können wir doch auf jeden Fall noch eine weitere Futterrunde. Und das wäre dann doch eigentlich unser Mastfutter, das wir da mal verteilen. Und Wasser müssen wir auch verteilen. Also die drei Dinge müssen wir auf jeden Fall mal noch rumbringen. Aber erstmal hier Stroh fertig. Jung. So, geh auf. So, und dann haben wir da auch wieder eine Strohplane. Dann ist da wieder was. Wunderbar. Dann fahren wir gerade hier unten rum. Quälen uns da den etwas steileren Hang hoch. Ja, und ich bin nach wie vor am Überlegen. Kompaktlader, ja, nein. Werd mir aber wohl vorher mal noch ein Fahrzeug dann mieten. Aber da das auch eins ist, was noch nicht in der Modliste drin steht, werde ich da noch warten. Und werde das so ein bisschen als Cliffhanger nehmen. Also eigentlich ist es kein Fahrzeug, sondern eben ein Anhänger, den ich eben, ja, für etwas mal kurzweilig gebrauchen könnte. Der sich sogar schon im Mod-Ordner befindet, aber eben wie gesagt in der Mod-Liste noch nicht aufgeführt ist. So, schön abladen. Für das Mastfutter nehmen wir den kleinen Brandner. Da kommt man nämlich dann auch mit dem Aufladen, mit dem Schaufeln, mit der Schaufel besser hin. So, dann stellen wir das hier ab. Und dann können wir hier mal links rumfahren. Eine Wollpalette ist schon wieder fertig. Auch das ist sehr gut. Können wir da auch mal demnächst wieder an den Verkauf gehen. Wobei eine natürlich noch viel zu wenig ist, dass sich da ein Verkauf lohnen würde. So, klack. Dann fahren wir mal hier vor. Das müsste ja so reichen. Motor aus. Da waren wir schon. Müssen wir hier rein. Da brauchen wir dann aber die Schaufel. Zack. Und wieder rückwärts raus. Und dann müssen wir da hier an unser Lager fahren. Ich bräuchte das Lager an sich eigentlich gar nicht, aber es gibt ja doch so ein paar, die sich sowas gewünscht haben. Deswegen kam ja sowas mit dazu. Ich finde halt in dieser Futteranlage, in der Mischanlage, da speichern sich ja auch 20.000 Liter drin. Und das sollte eigentlich ziemlich ausreichend sein. Das heißt, wenn das Lager hier leer ist, können wir uns überlegen, ob wir das dann zum Beispiel als Abstellort für den Brandner nehmen, dass der dort im Trockenen stehen kann.
So, aber erstmal hier ordentlich draufschaufeln. Was haben wir noch drin? Ein bisschen was haben wir noch. So. Und die nächste Schaufel wird schon nicht mehr ganz voll. Ja, eigentlich die Folge auch schon voll, aber das werden wir jetzt noch fertig schaufeln. Das hier holen wir uns noch ab. Zack, sind wir auf Null. Und noch zack hier in den Brandner rein. Wunderbar, das ist erledigt. Dann kann der hier schon wieder weg. So, zack, bumm, Motor aus. Und ja, das ist doch jetzt eine schöne Stelle, um hier den finalen Cut zu machen. Aufnahmesession schon wieder beendet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, dass ich jetzt doch auch mal wieder ein paar mehr Kommentare zu lesen bekomme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.